Ich möchte gern ein weiteres Video machen zu MVVM. Aber diesmal für Anwendungen, wo es immer heißt, ja, kannst du mal schnell. Weil Anwendungen, die können auch vom Community Toolkit profitieren, weil es echt Tipparbeit abnimmt. Also dieses, es ist schon angenehm, nur zu binden, anstatt dann irgendwelche Events und irgendwelche Namen zu vergeben und dann irgendwelche Texte zu setzen und dies und das und jenes. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Wir hatten ja in einem meiner MVVM-Videos, war ja drin, da haben wir eine einfache Person erzeugt und haben diesen ganzen Knatterer-Dutsch sind wir da durchgegangen. Wir können das auch nochmal ganz, ganz kurz wiederholen und da war auch ein Fehler drin, wie das Ganze denn sein soll. Also wir haben ja hier einmal das Model, das View Model und das unter die View. So, und da hatte ich dann gesagt, dass im Model quasi die Daten alle rangezogen werden müssen, aber wirklich richtig ist, dass das Model alle Daten und die Geschäftslogik beinhaltet. Also im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, im Model ist die voll funktionsfähige Anwendung, nur dass es eben keine Buttons gibt. Es gibt alles da drin. Daten werden geholt, Funktionen werden ausgeführt und so weiter. Aber ihr könnt es einfach, ja, da drin muss die ganze Anwendung laufen. Dann gibt es ein View Model. Das View Model bereitet im Prinzip die Daten für das View vor. Und das View zeigt die Daten an. So. Und jetzt gab es ja nochmal diesen berühmten, diese Richtungen. Also, wenn ich im View einen Button drücke, dann führt das im View Model einfach dazu, dass eine Funktion ausgeführt wird. Und das View Model führt wiederum eine Funktion im Model vor. Durch. So. Und damit heißt das, die View kennt das View Model und das View Model kennt das Model. Und das ist quasi so rückwärts, ne? Also die View weiß, kennt ihr View Model und so weiter. Aber umgekehrt, ich mache mir hier mal gestrichelte Linien hin. Umgekehrt gibt's nur Events, die eine Info anzeigen. Info an View Model. Info an View. So. Das müssen wir nicht programmieren, den unteren Part. Das macht unser Community Toolkit, macht das vollständig alleine, diese Info zu geben. Und das ist ja gerade das Geile daran. Und wir gehen jetzt nochmal in diese Simple Person Geschichte rein und nennen das nochmal Simple MVVM App Test 2. Letztes hatten wir, glaube ich, Test 1 genommen. Achso, nee. Oh, ist hier falsch. So. Neues Projekt erstellen. WPF-Anwendung. Weiter. Test 2, weiter. Wir nehmen einfach .NET 8, ist egal. Erstellen. So. Das kann man ein bisschen rüberschieben. Ja, Werbung. Toll. Das ist eine Standard-WPF-Anwendung. Und dann hatten wir ja Model und so weiter hinzu. Wir machen jetzt einfach mal den Ordner Model trotzdem hinzu. Könnt ihr natürlich auch weglassen. Ihr könnt ja alles irgendwo hinmachen. Und wir machen ein View. So, und wir lassen das View-Model mal komplett weg. Gab nämlich die berechtigte Frage eines anderen YouTubers, der hat mal gemeint, wozu machen wir eigentlich ein View-Model? Weil er hat folgendes, wir haben ja hier einmal den XAML-Code, na, und dann haben wir ja noch die Code-Behind-Datei. Und die ist
quasi leer. Und selbst wenn du, das sind ja zwei Dateien, und wenn du sagst, ja, okay, ich will einen anderen View haben, dann nimmst du die Datei, kopierst sie irgendwo hin, benennst sie um, und warum kannst du nicht die View-Model-Daten hier reinmachen? Ich meine, macht ja auch Sinn. Ne? Also das View-Model bereitet ja die Daten für das View vor, und dafür ist aber hier schon die Datei da, aber die nutzen wir nicht, sondern erstellen ein neues View-Model. Was irgendwie schräg ist. Also könnte man ja auch hier reinmachen. Also, ja. Aber da es trotzdem im View ist, schiebt man das Main-Window ins View rein, machen wir okay. Und ja, aber er passt die immer noch nicht an. Also müssen wir hier beim Namespace jetzt noch das Punkt View hinschreiben, weil ist ja jetzt in dem Ordner View gefallen. Und dann gehen wir in die XAML-Datei und tun hier oben bei der Klasse, ist ja auch nochmal der Name, und dann machen wir auch nochmal einen Punkt View. So, damit ist das Main-Window abgefrühstückt. Jetzt müssen wir noch die App-XAML aufbereiten. Die wird aufbereitet, indem wir da auch nochmal draufklicken. Willst du nicht aufgehen? Doch, hier. Und hier markieren, gehen wir einfach mit dem Cursor aufs Main-Window-XAML in die Startup-Bury und gehen hier unten in Startup-Bury unten rechts, wählen aus View Main-Window und das war's. Jetzt gehen wir nochmal auf Erstellen. So. Und wenn wir jetzt starten, dann soll einfach nur ein Fenster aufgehen. Zack. Also wird's geladen. Ist schon mal gut. So, gehen wir mal in die View rein, laden nochmal das Main Window, was auch angezeigt wird, drücken F7, dann sind wir in Code Behind. So, fertig. Jetzt implementieren wir aber trotzdem im Model mal noch, was wir das letzte Mal gemacht haben, das war hier das, die Klasse SimplePerson. Machen wir trotzdem hier. Na, das ist unsere Anwendungslogik. SimplePerson. Anwendungslogik und Daten. Auch wenn wir jetzt nicht so. Ist ja nur einfach. So. Und dann hatten wir ja mal gesagt, genau, schlägt schon was vor. Aber wir gehen so nicht den Weg. Wir machen hier Private String. Ihr könnt ja so schreiben. Ihr könnt es auch so schreiben. Ist im Prinzip Last Name. Nee. Int age. Private string. Address. Ja, klingt ja schon mal gut. Dann machen wir noch einen Konstruktor. Und dann machen wir jetzt die ganzen Sachen noch gleich in empty rein. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Address. Genau. Weil age ist per se, also int ist ja per se default null. Null, nicht null, null. Jetzt müssen wir aber noch das Nugget-Package mal reinbringen. Das Nugget-Package ist, wir gehen hier auf Abhängigkeiten, Nugget-Pakete verwalten, gehen hier oben auf Durchsuchen, nehmen das com Unity Toolkit. Da bekommen wir ein paar angezeigt, aber das ist hier das richtige Community Toolkit MVVM. Installieren. Accepted. So, und dann gehen wir wieder in SimplePerson rein und jetzt passiert hier die Magie. Wir machen hier, wir erben jetzt einfach mal von Observable Object. Observable Object. Biet's mir an, komm, biet's mir an. Jetzt passiert hier die ganze Magie und wir sagen hier einfach, du bist ein Observable Property. Property. Und der Last Name auch. Und das Alter auch. Und das auch. Und jetzt meckert er rum und sagt hier, nee. Und da machen wir, wir nutzen jetzt quasi diese Attribute. Und diese Attribute generieren uns was. Und zwar, ihr seht ja schon in der Dokumentation, dass die uns diese ganze Arbeit abnehmen, die wir vorher nochmal manuell getippt haben. Aus
Private String Name wird halt diese MyViewModel, ja, String Name, Name, Set Property und so weiter. Und deswegen müssen wir die Klasse auch als partial bezeichnen. Und damit ist der Fehler auch weg, weil die Klasse wird nämlich nochmal generiert. Das können wir auch sehen. Und zwar sehen wir das hier in den Abhängigkeiten. Da gibt es hier oben noch die Analyse-Tools. Und dann gehen wir gucken wir mal durch, das Toolkit Source Generators. Wenn wir in die Source Generators reingehen, da gibt es hier irgendwo das Observable Property Generator. Und da drinne ist jetzt unsere Simple Person. Und dann sehen wir, dass die Klasse Simple Person durch den Code erweitert wird. Der wird automatisch erzeugt und das ist der ganze Boilerplate, den du nicht mehr schreiben musst. So, wenn du hier natürlich Kommentare reingibst, als wenn du hier sagst, das ist der Vorname, dann steht das natürlich auch bei dem großen First Name drin. Das können wir nochmal hier machen. First Name. Nein, da steht, das ist der Vorname. Und dieses Property wird halt automatisch generiert. Jetzt wollen wir natürlich das ViewModel weglassen. Also gehen wir hier hin in die Sammelklasse. Und deswegen heißt das wahrscheinlich auch Model View ViewModel, weil man zuerst das Model baut, danach das View und dann das ViewModel. Dann lassen wir uns erstmal Design entfallen. Ja, also wir werden, keine Ahnung, zwei Spalten machen. Column Edition, Doc Edition, Definitions. So, zwei Spalten. Halt, fehlt noch das Ende. Und dann erstellen wir einfach ein Stack-Panel. Muss man eigentlich nicht schreiben, die nullte Spalte wird automatisch hinzugefügt. Und wir setzen erstmal ein Label mit Content First Name. Dann machen wir eine Textbox. Box mit dem Text gleich. Und jetzt müsste man eigentlich binden. Jetzt wird es erstmal, ja, doof. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nutzen die Code-Behind-Datei, um, ja, jetzt da drauf zu verweisen und um auch den richtigen Datenkontext zu setzen. Aber nicht den Datenkontext wird uns nämlich auch beim Bauen des Views helfen. Also wir schreiben ja erstmal rein. Private Model.SimplePerson Person. Und wenn das jetzt hier unser ViewModel ist, quasi, müssen wir ja irgendwie auch hier entweder ein Observable Job Object machen. Observable Object. So. Und das geht nicht. Da sagt er, nö. Weil du kannst nur von einer Klasse erben. Und wir erben ja schon von Window. Ist blöd. Aber die Leute haben sich da auch einen Kopf gemacht und haben gesagt, das geht trotzdem. Also setzen wir das hier als Attribut dieser Klasse. Observable Object. Und zack, ist es da. Und jetzt können wir hier wiederum sagen, du bist ein Observable Property. Und jetzt wird Person generiert. Auch wenn er jetzt hier sagt, er sagt, dass Person ein Wert sein muss, kann man ja machen. Wir sagen einfach Person gleich null. Und dann gehen wir jetzt einfach wieder in unseren XAML-Code. Und wir sagen hier, First Name ist Person, nee, Binding. Binding, Person. Und jetzt sehen wir die nicht. Ist aber nicht schlimm. Löschen wir nochmal raus. Gehen jetzt hier oben
Einfach hier hinten, wo die weite Höhe steht, gehen wir hin. Dann gehen wir auf die andere Seite runter, gehen irgendwie, finden wir hier Datenkontext. Ne, oder wir geben es hier oben im Suchfeld ein, Data, Kontext. Dann geht ihr hier oben auf diese, ich sag mal, Datenbank, sage ich immer. Geht da drauf und dann sagt, geht ihr hier und sagt, wir tun uns selbst hosten. Also Relative Source Self. Und dann wird das hier eingetragen. Und wenn wir jetzt hier ein Binding eingeben, Binding Person, ist es plötzlich da. Person. First Name. Zack. Ne? Jetzt machen wir, genau, er schlägt schon das Richtige vor. Wir machen noch den Last Name rein und eine Textbox, die den Last Name bindet. Jetzt machen wir noch einen Button rein. Content. Sample Data. Lassen das erstmal so. Machen noch einen Button rein. Content. Wir nennen es mal Empty Person. Lassen das erstmal so. Keinen Namen vergeben, kein gar nichts. Ja. Und damit hätten wir jetzt erstmal so eine Art Oberfläche. Alter und so weiter lassen wir einfach mal weg. So, ja. Jetzt müssen wir, damit wir den Button drücken können, müssen wir hier Relay-Commands erstellen. Es geht total einfach. Na, wir haben ja gesagt, wir wollen einmal Sample-Daten erstellen. Danke, KI. Brauche ich gerade nicht. Danke. Wir erstellen eine Bright Void. Ja, genau. Button-Klick. Wir wollten ja Sample-Data machen. Wir machen hier Generate Sample-Data. Ja, das könnte man so übernehmen, ne? Und wir hatten einen Button mit Empty. Private Void. Empty Person. Tatsächlich würde das sogar gehen. Ich würde sie lieber auf Null setzen. Auch wenn er es anmeckert. Und jetzt wollen wir da ja Commands draus machen. Und das ist auch wieder total easy geworden. Wir machen hier einfach rein Relay Command. Und hier auch Relay Command. Keiner muss es verstehen, wie es funktioniert. Doch, also. Ein bisschen kannst du ja hier auf Relay Command draufgehen und dann siehst du, was da eigentlich gemacht wird. Aber das Geile jetzt im XAML-Code ist halt, dass du jetzt einfach sagen kannst, Command Binding und jetzt Generate Sample Data Command. Und hier das gleiche, Command Binding Empty Person Command. Jetzt wird es aber noch viel geiler. Pass auf. Wenn es sollte ja natürlich nicht, wir starten einfach mal. So, wir haben jetzt hier Sample Data erzeugt das und Empty Person macht es wieder weg. Aber der Button Empty Person sollte vielleicht nicht unbedingt erreichbar sein, wenn hier nichts steht. Macht ja auch Sinn. Also gehen wir wieder in unser Code Behind rein. Und wir brauchen jetzt irgendwie noch eine Funktion, ob die Person Daten hat oder nicht. Die einfachste wäre ja eigentlich, wenn wir sagen, ja, wir machen das einfach mal total simplerweise. Public bool is personal. Ne, wir machen es irgendwie. Is person not null. Und wir können jetzt hier sagen, noch eine weitere Funktion hier, can notify execute changed for name of. Und jetzt geben wir empty person da ein.
Nee, falsch. Command. Wir brauchen das Command. Genau. Also, das bedeutet, Empty Person kann nur gedrückt werden, wenn die Person nicht null ist. Falsch. Wir müssen das hier bei hier machen. Nee. Ist ein Relay-Command, was kann ausgeführt werden, can execute ist gleich name of is person not null. Das heißt, das Relay-Command kann nur ausgeführt werden, wenn. Und jetzt starten wir nochmal die Anwendung. Und wir sehen, dass wir empty person schon mal nicht drücken können. Jetzt machen wir sample data rein und da geht empty person. Aber wenn Person sich ändert, tun wir quasi sagen, ob das Person-Command sich jetzt ändern darf oder nicht. Also dieses Empty-Person-Command. Ne, aber wenn Empty-Person gedrückt wird, ist Person not null auch nochmal gecheckt und so weiter. Also passt schon. Das passt, das passt, das passt. Wir können auch hier ist Person not null, ist ja jetzt in dem Sinne, haben wir jetzt kein Observable Property oder so gesetzt, aber wir können das auch nochmal informieren. Wir können hier zum Beispiel sagen, falsch, no defy execute chain is Person not null. Und jetzt, nee, nicht execute, change no defy property. Property changed for. Genau. Und wenn wir jetzt hier hochgehen und sagen einfach nochmal, wir wollen eine Checkbox haben. Ups. Checkbox, Content Person is null. Könnte man hier sagen, is binding is Person not null. Das ist quasi der Property, den wir gesetzt haben. Obwohl dieser Property hier selber gar keinen Notifier hat, können wir aber sagen, wenn die Person gesetzt wird, informieren nochmal das UI, dass auch das sich geändert hat. Und wenn wir das jetzt ausführen. Ach so. Mode One Way. Das geht ja nicht in beide Richtungen. Also. Eigentlich müsste das jetzt angehakt sein. Ach so. Is not null. Ja, natürlich. Daten werden gesetzt. Person is not null. Wenn wir sie empty machen, ist sie null. Und wenn wir das auch noch nicht klickbar machen wollen, dann ist das halt ein is enabled false. Ja, aber so kann man euch das vorstellen. Und auf jeden Fall ist es trotzdem noch richtig aufgeräumt. Normalerweise sind diese Daten, ja, weil sie die Person betreffen, gehören normalerweise auch in die Klasse Simple Person. Das heißt, wenn ihr sagt, keine Ahnung, ihr wollt Daten irgendwo herziehen, macht das als Methode hier rein. Und es wird euch leichter gehen. Aber so seht ihr, können wir auch mal, kannst du mal schnell Anwendungen machen, ohne dass man jetzt irgendwas aufblähen muss. Und trotzdem sich irgendwie trotzdem so einfach ein bisschen an MVVM hält und vor allem auch hier das Binding nutzen kann. Und ich finde das selber super. Genauso ist der Datenkontext, wenn man den an sich selbst bindet, kann man halt im Code Behind einfach den Spaß nutzen. Und warum sollte man es nicht machen? Ich meine, warum sollte man sich immer hier so ein Megakonstrukt aufbauen? Und vielleicht dann auch noch meinen, ja, da müssen wir noch IOC reinmachen und so weiter. Aber das im Prinzip muss man das nicht.
Damit bin ich durch. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich glaube, es war ein bisschen holprig diesmal. Vielleicht sollte ich doch wieder öfter mal ein Video machen. Okay. Auf jeden Fall, ich mag das total. Also, das nimmt richtig viel Sachen raus. Ihr seht ja auch immer, das ist doch total super dokumentiert, was wird aus was. Und im Prinzip ist es wirklich easy. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal.